Ich muss sagen, ich war ein wenig enttäuscht, aber ich möchte da ein großes Aber stellen, denn ich glaube, das liegt, diese ganze Enttäuschung, die ich verspürt habe, lag nur daran, weil ich eine andere Erwartung an dieses Buch hatte. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch in diesem Video ein Buch vorstellen, das ich in meinem Weihnachtspäckchen drin hatte von der lieben Steffi vom Seitengeist. Ich verlinke euch gerne das Video hier oben, das könnt ihr euch nochmal angucken, was sonst noch so drin in dem Päckchen war. Und da es ein sehr, sehr dünnes Buch war und ich mich sehr lange schon darauf gefreut habe, habe ich es an Weihnachten direkt gelesen und möchte euch das hier vorstellen. Und zwar Fuchs 8 von George Saunders. Das ist der Autor von Lincoln in Bardo. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nur damals eine Rezension zu diesem Buch auf YouTube gesehen und wollte das unbedingt auch lesen. Denn es soll, also laut der Rezension damals, sollte es sehr märchenhaft sein. So, es geht hier um einen Fuchs, also eben Fuchs 8, der die menschliche Sprache lernt, indem er an den Fenstern von Menschen zuhört, wie sie eben den Kindern Geschichten vorlesen. Das ist ja so eine einfache Sprache in Kinderbüchern, deswegen konnte das der Fuchs sehr gut lernen. Und eines Tages wird seine Heimat bedroht. Und da er eben mit den Menschen sprechen kann, nimmt er es auf, mit den Menschen zu verhandeln, sozusagen, um seine Heimat zu retten. Das Ganze ist auf sehr, sehr wenig Seiten. Es hat gar keine Seitenanzahl unten. Ich kann euch nicht genau sagen, wie viele Seiten es sind. Es ist auf jeden Fall, das seht ihr ja, extrem dünn. Ebenfalls wird das Ganze nochmal an Seitenzahl weggenommen, dadurch, dass wir hier Zeichnungen haben. Also wir haben immer wieder so kleine Zeichnungen auch zwischendrin, immer wieder mit Zeichnungen aufgemalt. Ich finde die Zeichnungen ultra süß, aber es nimmt natürlich auch sehr viel an Text weg. Deswegen müsst ihr euch vorstellen, es hat wirklich wenig Text mit. So dünn, mit Bildern, sehr, sehr wenig Text. Nichtsdestotrotz ist hier eine ganze Geschichte von diesem Fuchs eben drin. Ich muss sagen, ich war ein wenig enttäuscht, aber ich möchte da ein großes Aber stellen, denn ich glaube, das liegt, diese ganze Enttäuschung, die ich verspürt habe, lag nur daran, weil ich eine andere Erwartung an dieses Buch hatte. Laut der Rezension malte ich mir irgendwas so ein bisschen Märchenhafteres aus. Ich dachte auch, dass die Interaktion zwischen den Menschen viel, viel mehr zur Geltung kommt, viel, viel mehr rauskommt, viel, viel mehr ersichtlich ist. Und eigentlich ist das hier das Ende eigentlich erst das Besondere an diesem Buch macht. Dass ich euch natürlich nicht spoilern möchte, weil wenn ihr es lesen möchtet, müsst ihr es selbst entdecken. Aber es ist eigentlich das Ende des Buches, macht das den ganzen Reiz des Buches aus. Und alles, was ich davor gelesen habe, dümpelte vor sich hin in der Alltagsbeschreibung eines Fuchses, wie er eben aus seiner Sicht das sieht. Eine Besonderheit an diesem Buch ist, dass wir hier unheimlich viele Rechtschreibfehler haben, denn das schreibt ja der Fuchs selbst diese Geschichte. Es wird halt eben aus dieser Perspektive des Fuchses geschrieben. Also er schreibt diese Geschichte nieder. Er erzählt seine Geschichte in seinem gelernten Deutsch mit Rechtschreibfehler, mit teilweise wirklich schwer zu entziffernden Wörtern, die ich dann überlegt habe, was könnte er da meinen. Also es ist auf jeden Fall eine schon sehr interessante Schreibweise. Es hat mich super erinnert an die Blumen für Algernon. Da ging es ja auch darum, dass eben der etwas dümmliche junge Mann seinen Alltag, also seine Erfahrungen niederschreiben sollte, während er ein Medikament nimmt, das ihn intelligenter machen soll. Und da waren wir auch halt voller Rechtschreibfehler, wirklich sinnlose dahingeschriebene Sätze, also wirklich ganz, ganz krass. Und es ist schon eine Leistung, sich so eine Schreibweise anzueignen, weil du ja automatisch davon ausgehst, etwas richtig schreiben zu müssen. Und hier haben wir wirklich halt, also schreibt liebe Leserinnen und Leser und schreibt Liebe mit, halt ohne E. Zuerst statt zuerst, Entschuldigung, Wörter, die I falsch schreibe. Also ja, also es ist halt sehr, sehr, er schreibt Fuchs mit K. Es ist schon was Besonderes, sowas schreiben zu können aus dieser Sicht. Ich finde es auch, sich so ein bisschen hineinversetzen in einen etwas einfachen, dümmlichen, ich will ihn nicht dumm nennen, weil Füchse sind eigentlich super intelligente Wesen, aber es liest sich halt so ein bisschen, als wäre so ein bisschen leicht zurückgeblieben.
Von daher ist es schwierig, sich sowas halt hineinzuversetzen. Deswegen finde ich eigentlich, ist das Werk wirklich was ganz Besonderes. Es ist von der Schreibweise besonders, es ist von der Gestaltung besonders. Ich finde das Cover wunderschön, aber ich habe da wirklich was ganz anderes erwartet. Ich habe mir wirklich erwartet, eine Interaktion zwischen Mensch und Tier. Und es ist ja, und das ist vielleicht ein Spoiler in manchen Augen, aber er redet kein einziges Mal wirklich mit den Menschen. Er begegnet vielen Menschen, aber er sagt nichts. Und das hätte ich mir irgendwie so gewünscht. So dieses besondere Begegnung zwischen Mensch und Tier, das hat mir absolut gefehlt hier. Klar hätte man dann denken können, naja, dann fangen die Menschen an, ihn zu jagen, weil er dann irgendwie was Besonderes ist und Menschen sind ja scheiße und Menschen wollen ihn dann in irgendwelchen wissenschaftlichen Labore stecken oder sonst irgendwas. Aber das, was er ja am Ende tut, damit bezweckt er ja eigentlich auch, dass man darauf aufmerksam wird, dass es ein Tier gibt, das reden kann und schreiben kann. Und ja, ich fand es schade. Ich fand es halt ein bisschen schade, dass es wirklich nicht zu diesem Austausch Mensch und Tier kommt. Es kommt zwar dazu, aber auf eine ganz andere Ebene, was ich sehr schön fand am Ende, diesen Plot-Twist, aber ich finde, ich hätte das halt gerne im Buch gehabt, irgendwie dieses, dass der Mensch zum Nachdenken kommt durch das Tier selbst und nicht durch diesen Text erst. Und ja, alles in allem ist es einfach wahrscheinlich halt ein Auge drauf werfen, was wir Menschen also das ist auf jeden Fall sehr gesellschaftskritisch. Es geht viel darum, was wir Menschen antun, was wir Menschen überhaupt tun, wenn wir halt eben Bäume abholzen, wenn wir Natur zerstören, wenn wir immer weiter expandieren und. Das ist eigentlich was sehr Gesellschaftskritisches und eigentlich finde ich die Aussage, die da drin steckt, sehr, sehr schön. Aber ich habe mir halt einfach ein bisschen was anderes erwünscht. Nichtsdestotrotz, das Cover ist einfach wunderschön, finde ich. Ja. Ich werde es definitiv behalten, weil es einfach erstens ein Geschenk war und zweitens einfach schon was Besonderes ist. Und ich glaube, man kann das Buch trotzdem auf jeden Fall was abgewinnen und was daraus holen und was darüber nachdenken. Auch wenn ich nicht ganz so hundertprozentig überzeugt davon bin. Ja, habt ihr es gelesen und findet ihr meine Begründung absolut nicht nachvollziehbar? Ich finde, das ist was wirklich Subjektives, dass ich es nicht gut finde. Ich glaube, ich bin einfach zu großen Erwartungen reingegangen und große Erwartungen können eigentlich immer nur enttäuscht werden. Deswegen bin ich, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, dass die meisten das total großartig finden werden. Allein schon, wie gesagt, den Plot-Twist am Ende und ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare rein, wenn ihr total von dem Buch begeistert wart und eure Meinung dazu sagt. Das würde mich super interessieren. Ansonsten war es das von dem Video und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann.